Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Forever Stranded. Forever. Und heute wollen wir als allererstes mal die Kaninchen vermehren, weil das wollte ich eigentlich am Schluss der letzten Folge noch machen. Habe ich aber gemerkt, oh, es ist der Schluss der letzten Folge, also machen wir das jetzt mal nicht, sondern machen das jetzt quasi. Und jetzt haben wir es auch schon gemacht und da sind sie jetzt auch schon vermehrt und das war es eigentlich schon. Okay, die Folge ist vorbei, tschüss. Nein, kleiner Spaß. Die letzte Folge ist ganz schön lang gewesen, ne? Ich will mal ganz kurz hier umräumen in dem Storage-System und zwar möchte ich Kupfer als nächstes etwas hervorholen, dass wir hier Kupfer reinlegen in dieses Fach da. Die Sachen schmeiße ich jetzt erstmal hier überall rein, ist mir egal wohin. So, das ist nämlich Kupfer und das hier ist auch Kupfer, ne? Glaube ich. Und das Kupfer. Das müsste jetzt alles drei Kupfer sein, ne? Kupfer, 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 genau. Dann kommt das nämlich da rein. Das Power kommt da rein, das kommt da rein. Ist hier noch mehr Kupfer drin? Ach, da ist noch mehr Kupfer drin. Das kommt dann auch da rein. Und dann können wir die Schublade nämlich auch wieder abschließen. Zack. Dann ist das nämlich hier meine Kupferschublade. Wollen wir noch irgendwas? Wir haben ja eigentlich so viele, ne? Was haben wir denn noch da so? Pass mal auf, ich werde mal den Kram hier auch rausräumen. Das erstmal woanders hinlegen. Erstmal hier, wo so ein bisschen Platz ist. Erstmal noch nicht so sehr darauf geachtet, was es ist. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Ist das Alu? Ich glaube ja, ne? Dann nehmen wir das mal raus. Alu. Wo haben wir die gecrushten Alu? Ist das hier gecrushtes Alu? Ich glaube ja. Oh, ist das viel. Und das da unten ist, glaube ich, auch Alu, ne? Alu, 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 Alu. Ja, das ist alles Alu. Dann packen wir das mal dahin, das da rein und das dahin. Dann machen wir die nämlich auch zu und dann haben wir da unsere Alu-Schublade. So, ich nehme das mal da raus. Was haben wir hier? Hier ist, das mal beiseite. Das ist Platium. Das hier müsste auch Platium sein, ne? Ja, das ist auch Platium. Und was ist noch Platium? Bist du auch Platium? Ne, du bist kein Platium. Haben wir davon überhaupt schon Dust? Das da könnte Platium sein, ne? Ja, siehst du, dann haben wir das, dann haben wir davon auch den Dust. Und dann kommt das da rein. Sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch mal sortiert. Ich leg mal den Schlüssel woanders hin. Hier sind halt unheimlich viele Seed-Sachen auch mit drinne. Und deswegen eigentlich auch so ein bisschen diese Aktion jetzt, das mal hier ein bisschen aufzuräumen. Das ist Tin. Ist das hier auch Tin? Ne, das ist Lead, Silver, okay. Ist das da Tin? Nee, das ist auch kein Tin. Was ist denn hiervon bitteschön Tin? Das da? Ah, das ist Tin. Alter, wie viel Tin? Und was ist der Tin Dust? Tin Dust, Tin Dust. Das hört sich an wie... Ist das hier Tin Dust? Nee. Ist das Tin Dust? Nee. Ist das da Tin Dust? Oh, nee, das ist Tin Ohr? Achso, das ist das. Das ist doch das, was ich suche. Genau. Dann kommt das da rein. Das kommt da rein und das kommt da rein. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder die nächste Sorte quasi abgelegt. Sauber. Was haben wir jetzt hier noch? Das ist Nickel, ne? Das ist Nickel. Und was ist das? Das sind Seeds, okay. Das ist auch Nickel. Oh, sogar auch ein bisschen mehr. Und wo ist gecrushedes Nickel? Das hier muss gecrushedes Nickel sein. Ja, ist es. Dann kommt das hier noch raus. Das. Dann kommt da jetzt das Nickel rein. Jetzt habe ich zwar überall in den Schubladen immer ein leer, aber das stört mich jetzt gerade noch nicht. Also jetzt gerade stört es mich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das irgendwann später aussieht. Das müssen wir dann mal sehen. Das hier sind Kakteen, ne? Das sind Kakteen-Seeds. Was ist das hier? Das ist Coffee-Seed. Ist jetzt nicht so unbedingt Zeug, was ich hier drin haben möchte, ne? Wenn man jetzt eigentlich so mal drüber guckt, sieht man eigentlich, okay, da sind jetzt die ganzen Erze. Das ist ganz cool. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Vielleicht müssen wir das so ein bisschen umbauen noch. Ich bin mir da noch selber noch nicht so sicher. Was haben wir denn noch so hier Feines? Wir können ja ein bisschen, ich habe ja ein bisschen, meine Tasche ist ja ein bisschen frei, ne? Hier ist noch ein bisschen was drin, da auch. Das können wir mal rausnehmen. Was bist du da unten? Du bist, das ist auch Tin. Das ist auch Tin? Tin haben wir doch da oben. Wieso haben wir denn zweimal Tin belegt? Das ist ja witzig. Das ist jetzt Lied, ne? Dann schmeißen wir da mal Lied rein. Singen wir das Lied. Das mal raus. Ist das hier nicht auch Lied jetzt?
Ne, das ist Uranium. Wo ist denn. Das ist das Lead, ne? Das könnte Lead sein. Ist das Lead? Ne, das ist Silber. Aber hier ist irgendwas Lead. Das ist das Lead, glaube ich. Mir ist kalt. Mir ist richtig verdammt kalt. Oh fuck, ich muss ins Bett. Ist wahrscheinlich auch Nacht gerade, ne? Ja, ich muss mal ganz schnell ins Bett. Das ist mir zu kalt. Oh. Dass dann wieder Tag wird und hier ein bisschen, dass ich ein bisschen an die Sonne gehen kann. Ich hoffe, dass es ein bisschen was bringt. Ja, siehst du, das war jetzt nicht so gut, die ganze Nacht da draußen hier am Regal zu stehen sozusagen und zu gucken, was ist. Das ist das Lied, ne? Ja, das ist Lied. Das kommt denn da rein? Oh, davon habe ich noch mehr. Ach nee, das ist Uranium gewesen jetzt, was er jetzt gesagt hat, was da noch rein will. Das ist jetzt alles Lied, ne? Ja, das ist alles Lied. Entschuldigung, dass ich mir ein bisschen durcheinander bin, aber das ist normal. Dann können wir da jetzt Silber reinpacken. Hier ist auch noch Silber. Was ist das da unten? Das ist auch Lead. Lead kommt auch da rein. Silber da rein. Ich habe jetzt hier, das ist jetzt, was ist das? Das ist Yellowrite. Yellowrite können wir mal rausnehmen. Und packen wir da rein. Yellowrite haben wir auch da noch, ne? Das ist, glaube ich, auch Yellowrite. Haben wir Yellowrite Dust schon? Ich glaube, das hier ist Yellowrite Dust, ne? Dann kommt das da rein. Wo haben wir denn Silver Dust? Ist das das Silver Dust? Oh ja. Silver Dust. Nice. Was ist das da? Das ist Uranium. Uranium habe ich ja auch schon in der Tasche. Das ist. Oh, ich habe hier keinen Platz mehr. In meiner Tasche habe ich keinen Platz mehr. Das ist doof. Wir müssen das mal raushaben. Ja, wir müssen das da mal raushaben. Weil ich da Uranium reinhaben möchte. Haben wir Uranium das? Das da unten ist Uranium, ne? Ja. Cool. Dann können wir die drei Dinger auch wieder abschließen. Eins, zwei, drei. Dann haben wir das nämlich auch schon einmal wieder durchsortiert. Das sind jetzt alle Erze, ne? Ich habe jetzt irgendwie alle Erze, glaube ich, gerade in irgendeiner Art und Weise versortiert, sozusagen. Glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das jetzt auch alles wieder hier unten ins System sich einfindet. Ob es da unten alles wieder Platz findet. Was ich jetzt noch hatte. Obwohl, das ist jetzt nicht mehr so viel, ne? Wir haben jetzt hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Gegebenenfalls, ich glaube, ich will die ganzen Früchte und so weiter raus haben. Ist mein Baum schon wieder gewachsen? Wenn der schon wieder gewachsen ist. Denn, ja, der ist schon wieder gewachsen, ist aber ein kleiner Baum geworden. Den werden wir mal abreißen und dann werden wir da mal gleich wieder neue Setzlinge hinschmeißen. Gib mir mal ein paar Setzlinge. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt und hier ist die Sense. Die beiden brauche ich nämlich, Axt und Sense. Wir müssen mal ganz kurz ein paar Reparatursets herstellen, weil die Steinwerkzeuge gehen echt schnell kaputt. Auch wenn die vielleicht, ich mache mal 10 Stück. Eigentlich wollte ich nur 5 machen, aber ich mache jetzt 10. Auch wenn die vielleicht, also gerade die Sense geht halt super schnell kaputt, ne? Auch wenn die jetzt hier Dings drauf hat, so Holzstücke dran, damit sie halt sich selber wieder repariert, die geht halt trotzdem super schnell kaputt und das ist ein bisschen schade. Aber sie macht ja auch einen krassen Job, ne? Wenn man sich das mal so anguckt hier. Mir ist halt kalt, ne? Ich bin auf einem Wüstenplanet gelandet und mir ist kalt. So, sehr schön. Ach, Quatsch, das war nicht schön. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht mehr? Wieso funktioniert das denn jetzt nicht mehr? Weil das so ein großer Baum war, oder was? Das hatte ich, aber ich habe das auch schon mal gehabt, dass er solche großen Bäume eigentlich ohne Probleme abzieht. Vielleicht ist vielleicht irgendwie gerade buggy, weiß ich nicht. So, wir setzen hier vorne nochmal eine Reihe hin. Und dann haben wir hier ganz kräftig was hingebaut. Oh, dafür könnten wir einen Bildersblock benutzen, ne? Dass der schön die ganzen Bäume einmal weghackt. Das wäre cool. So, dies werden wir jetzt noch nicht reparieren, weil es noch nicht kaputt ist. Sondern reparieren erst, wenn es kaputt ist. Ich weiß jetzt nicht ganz, warum ich Holz holen wollte. Nicht da rein. Ach doch, ich weiß es wieder. Ich wollte nämlich weiteres Storage-System aufbauen. Aber lass uns mal wieder mal gucken, was eigentlich unser Questbook sagt. Weil unser Questbook sagt ja eigentlich auch. Aber warte mal, lass mal nach dem Rabbit Stew gucken. Stew, Rabbit Stew, Meaty Stew, Rabbit Stew. Pilz halt, ne? Ich brauche einen Pilz. Ich brauche definitiv einen Pilz. Habe ich Pilze? Müssen wir dafür für die Pilze, müssen wir das.
lass mal gucken, ob wir was haben, Pilzmäßiges. Vielleicht irgendeine. Ah, wir haben Pilze. Okay, wir brauchen nur Rabbit. Ja, es tut mir leid, ich muss leider ein Kaninchen töten gehen. Das ist, das verlangt die Natur. Soll ich, warte mal, ich nehme dann aber gleich Karotten mit, damit die vier sich einmal paaren können und dann der fünfte muss dann leider gehen. 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir diese Quest nämlich auch erfüllt, was ziemlich cool ist. Die Frage ist aber, früher oder später, wo kriege ich denn Pilze wieder her? Obwohl, vielleicht kriegen wir auch Pilze aus den... Naja, ist ja gut. Ach, du bist noch ein kleines Häschen, ne? Oh, schade. Du bist noch ein kleines Häschen, ne? Ja, okay. Dann müssen wir leider ein großes Häschen kaputt machen. Dass sie nicht stillhalten können, ne? Ich hasse das. Danke. Es tut mir auch leid, aber so ist das Leben. Ich muss überleben. Und die Quest verlangt, dass ich halt ein Kaninchen töte. So, dann brauchen wir jetzt einen Pilz. Ein Pilz, glaube ich. Wir brauchen... Achso, eine gebackene Kartoffel haben wir definitiv auch. Und da ist sie. Dann können wir das jetzt herstellen. Oh cool, das hätte ich schon auch schon viel, viel länger, viel früher machen können. Aber, ach so, das muss erst noch, das muss noch gekocht werden und ich brauche noch eine Schale. Okay, eine Schale haben wir da. Und durchbrezeln können wir das draußen im Aloy-Smelter. Ist halt auch witzig, ne? Das Gute ist ja tatsächlich, wir haben momentan Strom. Also in dem Sinne haben wir genug Strom, um solche Geschichten hier auch mal schnell durchzubrezeln. So, erfüllt. Update. Detected und Claim. Please. Ameno? Nee? Ja, nein, vielleicht? Was ist verkehrt? Ach, lol. Oh. Was will er denn jetzt noch hier? Kann so. No. Okay, er will noch eine Mushroom Stew und eine. Oh, da ist noch mehr. Also eine Mushroom. Okay, das ist schnell gemacht. Und das hier ist. Okay, noch ein Kaninchen. Das muss in einem... Oh, lol. Noch ein Kaninchen, drei Mushrooms. Oh, fuck, da brauchen wir richtig Mushrooms, ne? Also die richtigen. Wie kriegen wir die denn? Warte mal, wie viel habe ich jetzt noch? Ich habe nur noch zwei. Und auf dieser Erde hier wachsen keine Pilze. Eigentlich wachsen da drauf Pilze. Warte mal, wir werden mal Pilze draufstellen, mal gucken, ob die sich vermehren. Und ich werde auch mal einmal, wir werden mal hier den Boden rausnehmen. Ah nee, ich habe noch einmal Boden. Ich werde mal gucken, ob ich da drauf die Pilze vermehrt bekomme. Unter der heißen Sonne. So, und dann brauchen wir ja für die Mushroom Stew, brauchen wir das dann ja auch. Naja, super. Na super, mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben wir ja Glück. Eigentlich ist der Boden ja dafür bekannt, dass er dafür sorgt, dass es darauf weiter wächst. Vielleicht funktioniert das ja tatsächlich. Wie sieht's aus mit den Kakteen? Noch nicht so hundertprozentig. Naja, wenigstens haben wir was zu essen. Was vielleicht gut ist. Schade, dass ich den Rest der Quest noch nicht fertig hatte. Das ärgert mich nicht, aber ich finde es halt schade, dass es noch nicht fertig war. Ich hätte es gerne fertig gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Was haben wir denn noch hier? Wir müssen das Ding hier auch irgendwann mal bauen, ne? Das ist aber ziemlich teuer. Oh, aber wir würden das auf jeden Fall bauen. Weather Serene. Okay, the Loot Chest. Und was gibt's hier noch? Ich muss hiervon eine Sache wählen. Oder ich will und ich muss hier von einer Sache, kann davon eine Sache wählen. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Achso, das Ding. Oh, die Iron Toolkit, ne? Guck mal, hier kriegen wir ganz gut. Achso, ich muss das auswählen. Diamond Apple. Diamond Ore. Manning Mose. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Oder ein Silk Jewel. Ganz cool für eine Spitzhacke oder so, dass man einen Silk Touch hat.
Müssen wir mal gucken, ob das wirklich gut ist. Aber ein Diamond Apple, Apple, Fire Regal. Oh. Aber Epic Bacon. Okay. Das Ding. Ah, guck mal hier. Oh, arg. Echt die. Aber wie viel, was kostet mich die Engineers? Die Engineers Toolkit. Toolkit? Oder Toolbox? Wo ist sie denn? Da ist sie nicht. Da ist sie. Was kostet mich die? Aluminium. Aluminium. Und ein bisschen Rot. Lol. Und Holz. Alles klar, die bauen wir mal ganz kurz. Die kann ich tatsächlich mittlerweile ganz kurz bauen. Mir ist warm gerade. Soll ich das mal ein bisschen ausnutzen? Nee, ich glaube nicht. Dann? Nee, so. Ich glaube, ich will das nicht ausnutzen, dass mir warm ist, sondern ich will mich abkühlen. Aber ich glaube nicht so lang oder nicht so weit. So, das reicht schon. Nicht, dass mir gleich schon wieder so schnell kalt wird draußen. Oh, pass mal auf, da sind neue Tiere, ne? Da sind neue Tiere auf meiner Wiese. Was ist denn da für Tiere? Rabbits? Rabbits. Weitere Rabbits. Okay. Mal gucken, wann die nächsten Tiere spawnen. Ich glaube, ich muss 20 Blöcke davon entfernt sein oder so. So war das auf jeden Fall bei Dings gewesen. Bei, na, wie heißt es? Bei der Sky Factory. Dass man immer so 20 Blöcke entfernt sein muss. Achso, ich wollte die Toolbox bauen, ne? Dafür brauchen wir ja Alu und gar nicht mal nur 3 Stück oder so. Das war das. Und dann brauchen wir so ein Case. Und was brauchten wir noch? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Alu dreimal. Achso, und Rot brauchen wir noch. Rot haben wir. Wo habe ich denn Rot? Wo habe ich denn Rot hingeworfen? Achso, in die Fressenskiste, ne? Oh, ich habe hier Alu eingesammelt. Komischer Zufall. So, zweimal Rot. 1, 2. Da muss ich halt auch mal gucken, dass wir da irgendwie eine Produktion... Achso, obwohl, wenn ich das wahrscheinlich... Wenn ich das im Dings drinne habe... Achso, hier habe ich auch noch was anderes eingesammelt. Wenn ich das im... Alter! Oh, richtig viel gerade eingesammelt. Lol. Nur weil ich vorbeigelaufen bin. Dann brauche ich hier das Holz. Davon sind noch 4 da. Aber davon brauche ich mehr, ne? Ja, da müssen wir da mal... Haben wir... Da sind 8 momentan. Dann geben wir mal 2 davon. Da müssen wir einmal ganz kurz wieder etwas Holz einfärben. Ich hoffe, hier ist genug Öl drin. Boah, es war genau ein Millibucket, ne? Habe ich Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Dann können wir nämlich ein bisschen Kohle wieder reinwerfen. Wie viel haben wir denn? Es ist nicht viel. Ich nehme mal 30. Den Rest packen wir wieder zurück. Obwohl ich mach's hier, was ist. Obwohl, nee, ich will die Kohle da haben. Obwohl ich weiß jetzt nicht, ob da, wenn jetzt gerade Kohle reingekommen ist, dann wird sie woanders hingegangen sein. Aber ja, erstmal soll das so reichen. So, da haben wir das Zeug, dann das Zeug, dann haben wir das Zeug, dann machen wir das hier und dann haben wir das Ding. So, und jetzt können wir die Toolkiste bauen, ne? Ach nee, gar nicht wahr. Wir müssen noch mal den Nippel durch die Lasche ziehen. Und zwar das und das. Dann haben wir die Alublätter, Bleche. Und jetzt haben wir die Kiste. Siehst du? Update Quest? Nein? Achso, doch, Claim. Alles klar. Dankeschön. Nice. So, ein Storage soll ich bauen. Ein Wooden und Reinforge. Okay. Was kostet mich das? Und zwar brauche ich ein Wooden und Reinforge, ne? Wo sind die Storages? Die Storages. Die Storages, wo seid ihr? Das ist das Reinforge Storage, ne? Ja. Dafür brauche ich das hier, das ist ein bisschen Iron. Iron Rod. Okay, 2 Iron. Ich baue das jetzt mal, ne? Ich weiß, dass ich eigentlich habe ich Iron Mangel. Und eigentlich wollte ich mein Iron für was anderes haben. Aber ich will das mal bauen. Davon brauche ich 2. Damit ich die Quest abschließen kann. So. Mir fehlt einmal Holz. Okay, das können wir ja... Wenn ich Öl habe, müssen wir gleich mal gucken. Ob da schon wieder Öl drin ist. Das kann sein, dass nicht genug Öl drin ist. Und das wäre ärgerlich, weil dann habe ich jetzt die Quest hier angefangen. Und oh, es reicht genau. Und ich habe hier nicht die Materialien dafür. Aber...
den weiteren Verlauf dieser Quest werden wir in der nächsten Folge abschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Tschüss.